Hallo und herzlich willkommen auf dem Acker. Ich habe zwei neue Bücher und die wollte ich euch gerne mal vorstellen bzw. reviewen bzw. empfehlen. Wenn ich was zu Büchern mache, mit einer Ausnahme, sind das bisher immer Buchempfehlungen gewesen und ich möchte mit dieser Praxis, bis auf die eine Ausnahme, jetzt auch nicht aufhören und weiterhin immer nur Buchempfehlungen aussprechen. Heißt, dass ich diese Bücher jetzt vorzeige, bedeutet automatisch, dass ich sie empfehlen kann. Ne? Nicht, weil mich die jeweiligen Verlage jetzt hierfür bezahlen oder ich irgendeine Kooperation mit den jeweiligen Verlagen habe oder da in irgendeiner Form Geld geflossen ist, sondern einfach dadurch, weil ich die Dinger gut finde und das einfach eine wohlmeinende Empfehlung im Rahmen dessen, dass ich euch naturtechnisch weiterbilden möchte, ist. So, ne? Also so viel zum bösen Hintergrund. Aber, und jetzt kann man natürlich vermuten, dass ich ein ganz schlimmer, böser Schleichwerbung-Treibender bin. Beide Bücher habe ich jetzt geschenkt bekommen. Das war allerdings ein Privatbeschenk und eben nicht von den jeweiligen Verlagen. Und da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass es sich nicht um die jeweiligen Verlage und auch nicht um die Autoren handelt. Und dementsprechend ist das überhaupt kein Problem. Da muss ich mir keine Sorgen machen wegen irgendwelcher Werbegedöns-Sachen. So. Das war die Einführung, muss man heutzutage ja immer dazu sagen. Schlimm, 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 aber ist so. Und dann kommen wir zu den beiden Büchern. Fürs Feld draußen, fürs Unterwegssein, ist, denke ich, dieses Ding hier das ideale Büchlein, wenn es um eben Heilpflanzen zum Nachschlagen geht. Als Kosmos-Büchlein hat es einen Bestimmungsschlüssel. Ja, der sieht so aus. Man kennt den, wenn man andere Kosmos-Bücher eben entsprechend auch kennt. Das geht also nach Blütenfarbe und entsprechend nach Blütenfarbe und noch diversen anderen Eigenschaften. Zum Beispiel Blütengelb, Blütenradiär 4 Blütenblätter, Blütenradiär 5 Blütenblätter, Blütenradiär mehr als 5 Blütenblätter, Blüten im Köpfchen, Blüten zweiseitig symmetrisch und immer gelb. Ne? Also nach solchen Bestimmungsmerkmalen geht das eben. Man kann also eine Vorauswahl treffen. Man muss nicht alphabetisch sämtliche Pflanzen Deutschlands durchgehen, um rauszufinden, was das man jetzt hier gerade gefunden hat. Zum Beispiel dieses Gras, was das jetzt jeweils eben entsprechend ist. In dem aktuellen Zustand dieses Grases jetzt im Winter kann das kein Mensch bestimmen. Ne? Das geht gar nicht. Aber gerade bei Gras hast du keine Chance. Da brauchst du immer den Fruchtstand. Sonst kannst du es in den seltensten Fällen wirklich sicher identifizieren. Gut, aber bei den Heilpflanzen ist interessanterweise Gras im Regelfall nicht dabei, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die dann noch irgendwelche Kieselsäure enthalten. Die ist gut für Haar. Hätte ich mal nötig, ne? Und Nägel. Ach, das wisst ihr ja gar nicht, dass ich das nötig habe. Ups, nein, ich habe den Hut nur so auf. Und als Markenzeichen natürlich. Ja, der Hut hatte schon, ich habe den ja aufgezogen, da hatte ich noch Haare. Dass das mal keine mehr werden, vielleicht liegt es auch am Hut. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Bestimmungsteil ist hier halt eben entsprechend drin. Bestimmungsschlüssel ist hier drin. Auch ganz klassisch für Kosmosbücher ist hier hinten ein Lineal. Das ist auch wirklich jedem Kosmosbuch dann eben auch entsprechend drauf. Die sind preis-leistungstechnisch immer ganz hervorragend, finde ich persönlich. Ne? Kann man sich natürlich anderer Meinung sein. Und wie immer in jedem Kosmos Buch arbeitet das Ding mit Fotos als Bestimmungshilfe. Schöne Fotos, gute Fotos, leider nur Fotos. Ansonsten volle Empfehlung, aber das ist generell einfach das Problem, das ich mit Kosmosbüchern habe, dass sie nur mit Fotos arbeiten und man braucht die Pflanzen, um sie hiermit bestimmen zu können, immer im blühenden Zustand. Das ist wichtig, das muss man auch wissen. Ist dahingehend nicht so schlimm, dass die meisten Heilpflanzen sowieso im blühenden Zustand, im voll entwickelten Zustand erst geerntet werden sollten. Die meisten, nicht alle. Habe ich jetzt mal ein bisschen überflogen. Bei den meisten steht es drin, im so und so, dann und dann ernten. Und das ist dann meistens die Zeit, wo sie auch eben entsprechend blühen. Und das heißt, dann ist es sowieso wurscht. Es gibt ohnehin nur Spezialliteratur, die einem beibringt, wie man Pflanzen auch dann bestimmen kann, wenn sie gerade nicht blühen. Ne? Aber das ist schon wieder was ganz Spezielles und damit setze ich mich gerade ein bisschen auseinander. Aber für den Laien jetzt nicht unbedingt erforderlich und wir weichen vom Thema ab. Das ist also quasi eine Aufzählung von über 600 Giftpflanzen und Heilpflanzen, weil das ist immer dasselbe. Es gibt kaum eine Giftpflanze, die nicht auch in irgendeiner Form als irgendwas Positives, Heilpflanzenartiges verwendet werden kann. Dass das jetzt 600 sind, das klingt jetzt erstmal sehr viel.
Das ist auch sehr viel und das ist nahezu wahrscheinlich ziemlich alles dabei, was man in Europa eben entsprechend an Heilpflanzen finden kann, die eine Rolle spielen. Ja, es mag vielleicht noch ein paar mehr geben, die als Heilpflanze im Gespräch sind, aber nicht wirklich eine Rolle spielen, weil nicht wirklich eine Heilwirkung nachweisbar ist und es nur so ein paar Leute gibt, die halt eben meinen, da könnte es eine Heilwirkung geben. Ohnehin, ganz, ganz große Frage, inwiefern sind denn die hier aufgeführten Heilpflanzen überhaupt wirklich wirksam? Und da kann man sich jetzt wunderbar streiten. Und ich finde, diesen Konflikt geht das Buch ganz hervorragend aus dem Weg. Das ist zwar nicht in gesonderten Kapiteln, aber doch immer bei der Wirkung erwähnt. Wirkungen, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, also pharmakologisch, wo man wirklich nur mit empirischen Untersuchungen herausgefunden hat, dass die Wirkung tatsächlich besteht und es sich nicht nur um einen Placebo-Effekt handelt. Und man auch eine Erklärung hat, wodurch die Wirkung überhaupt zustande kommt. Ne? Dass man also sagen kann, welcher Stoff oder welche Stoffe in ihrer jeweiligen Kombination sind denn hier für die Wirkung eigentlich verantwortlich. Das ist wichtig, weil wenn man überhaupt keine Ahnung hat, woher die Wirkung kommt, dann muss man sich als Wissenschaftler oder als wissenschaftlich denkender Mensch oder als jemand, der an die Wissenschaft noch glaubt, wir werden weniger, muss man sich dann die Frage stellen, kann da was dran sein? Meiner Meinung nach. Ne? Man kann aber trotzdem, wenn man jetzt der Meinung ist, Wissenschaft, brauche ich nicht. Was die Leute damals vor 1000 Jahren schon gut fanden, das muss heute auch noch richtig sein. So wie Hexenverbrennung und ne, das war später. Hexenverbrennung war nicht vor 1000 Jahren, das war viel später. Egal. Jedenfalls solche Dinge. Wer dieser Meinung grundsätzlich generell ist, der findet hier auch, und das ist das Schöne, ne, es ist für jeden was dabei, findet hier auch eben entsprechende Uraltanwendungen, die man früher halt gemacht hat. Netterweise warnt das Buch bei den ganz schlimmen Uralt-Anwendungen, die zum Tode führen können und Ähnlichem, auch davor, sie anzuwenden, weil sie eben zum Tode und Ähnlichem führen können. Das ist hier also auch gut gemacht. Und jetzt gehen wir doch mal einfach irgendeine völlig willkürlich ausgewählte Pflanze durch. Winterlinde, na hervorragend, ein Baum, Winterlinde. Wir haben hier immer erstmal drin einen Absatz. Das könnt ihr jetzt mal ganz kurz sehen. Ein Absatz zur Botanik. Sommergrüner Baum, Blätter schief, herzförmig, gesägt, oberseits dunkelgrün und kahl, unterseits blaugrün in den Nervenwinkeln, braunbärtig. Das ist immer so ein Bestimmungsmerkmal, das ich für sehr wichtig halte. Gut, dass es drin steht. Dann sind wir uns schon gleich einig. Gutes Buch. Blüten duftend, meist zu 4 bis 12. Ihr gemeinsamer Stiel halt mit einem bleichen, flügelartigen Hochblatt verwachsen, ist auch wichtig, ja. Frucht mit 2 bis 3 undeutlichen Längsrippen. Jo, ist in Ordnung, kann man natürlich noch viel weiter ausführen, die jeweiligen Bestimmungshinweise. Und dann gibt es halt dazu noch mehr oder weniger schöne Fotos. Also schön sind sie immer, ästhetisch. Ob sie zur Bestimmung optimal sind, habe ich ja schon gesagt. Da gibt es Zeichnungen, die sind meiner Meinung nach besser geeignet, aber okay. Dann kommt jedenfalls Vorkommen. Drogen, das sind die jeweiligen Pflanzenteile, die eine Arzneimittelwirkung haben. Das hat nichts mit Rauschgift zu tun. Und Wirkstoffe, also Schleimstoffe, Flavonoide, Hyperosid, Kaffeesäurederivate, Linalol, ätherisches Öl. Also manchmal sind sie namentlich genannt, wie beispielsweise Hyperosid. Na, ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll, müsste ich auch nachschlagen. Und manche sind dann einfach die Kategorien. Die werden vorne ganz kurz erläutert, die Kategorien von sekundären Pflanzenstoffen, die in der Pflanzenheilkunde verwendet werden, beispielsweise wie generell ätherische Öle, haben immer eine gewisse Entzündung, nicht immer, aber fast immer eine gewisse entzündungshemmende Wirkung und duften fast immer sehr angenehm und können deshalb auch zum Inhalieren zum Beispiel verwendet werden. Die meisten. Ja, aber vorsichtig sein, das ist jetzt nicht sowas zu verallgemeinern, ist ohnehin ein bisschen gefährlich, aber es wird ein bisschen erklärt. Ja, das ist also schon wichtig und man kann sie nur teilweise zusammenfassen, die einzelnen Dinge einer Kategorie. Und zum Beispiel die Alkaloide. Die gibt es in zig verschiedenen Varianten. Die meisten davon sind stark wirksam, ergo stark giftig, wenn man davon auch nur ein bisschen zu viel nimmt. Deswegen sollte man von Pflanzen, deren Heilwirkung über Alkaloide zustande kommt, besser die Pfoten weglassen als Laie und das den entsprechenden
entsprechenden Leuten, die da genau wissen, was sie tun, überlassen. Beispielsweise digitales Purpurea, ne? Der rote Fingerhut. Der ist extrem tödlich, wenn man da irgendwie mit rumspielt. Das überlebst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Aber genau, weil man weiß, wenn man exakt weiß, was man tut, dann ist es natürlich ein wunderbares Herzmedikament gegen diverse Herzleiden. Ja, so, jedenfalls steht jetzt hier dabei Anwendung. Was kann man denn jetzt mit der Linde anstellen? Lindenblüten sind ein beliebtes Mittel bei Erkältungskrankheiten und damit verbundenem Husten. Jopp. Während die hustenreizlindernde Wirkung über den Schleimgehalt erklärbar ist, konnte für die vielgebrauchte Anwendung bei fieberhaften Infekten als schweißtreibender Tee bisher kein Inhaltsstoff verantwortlich gemacht werden. Das finde ich nämlich wirklich gut formuliert. Es steht nicht da, das macht das, sondern wie wahrscheinlich ist es, dass es das auch wirklich macht, ne? Beziehungsweise kann man überhaupt erklären, warum es das macht. Und das soll jetzt an dieser Stelle der Auszug aus der Linde auch schon gewesen sein. Und ich muss kurz den Akku wechseln. Und dann kommen wir auch schon zu mehr oder weniger dem Fazit. Ja, also wirklich gut geschrieben, gut formuliert. Aber dadurch, dass das 600 noch was Pflanzen sind, und da sind auch teilweise Pflanzen dabei, die gar keine wirklich effiziente Heilwirkung aufgeführt haben, die hier so gar nicht drinsteht. Einfach um darauf hinzuweisen, das Ding wird vielleicht als Heilpflanze gehandelt, hat aber gar keine nachweisbare Wirkung oder keine, nicht mal eine homöopathische Wirkung. Selbst solche Pflanzen sind hier drin, da steht dann doch meistens noch so ein Satz, dass man trotzdem möglicherweise noch mitmachen kann. Drin, aber allein schon, dadurch, dass es ein kombiniertes Bestimmungsbuch mit eben der entsprechenden Heilwirkung ist, sind die einzelnen Pflanzen natürlich nicht so ausführlich beschrieben, aber als Übersichtswerk zum Drausnehmen, zum Draußenschaffen, zum Draußen ein bisschen bestimmen und sich einfach mal Gedanken über das Zeug, was man so grün findet, machen, ist das sicherlich. Also ich kenne jetzt kein besseres Büchlein, insbesondere für den Laien. Der Profi würde sich ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch noch zusätzlich mitnehmen. Da steht aber dann keine Heilwirkung drin. Das heißt, man müsste es dann also auch dann dabei haben, also auch für den Experten sicherlich, das Buch für im Felde. Sicherlich. Ne? Also meiner Meinung nach. Ich habe nicht alle Heilpflanzenbücher gelesen, aber ich war neulich mal in der Bibliothek und habe da mal eben entsprechend geschaut, was es denn da noch an Alternativen gibt. Habe mir wirklich viel Zeit genommen und da gefällt mir für die man mit rausnehmen kann, das hier noch am besten. Gut. So, und wenn man nicht sie mit rausnehmen möchte, sondern was für daheim sucht, zum daheim nachlesen und vielleicht auch eine Pflanze mit nach Hause nehmen und dann daheim bestimmen, dann ist man, und wenn man auch mehr Details haben möchte und mehr Hintergrundinformationen, dann ist man gut beraten, sich dieses Ding hier zuzulegen, was halt wirklich das Standardwerk, das Standardnachschlagewerk ist für sowohl den Profi, der da wirklich in dem Bereich beruflich tätig ist. Also das kann der Kräuterpädagoge oder wie die heißen, oder der Kräutermentor oder der Kräutermenthol. das klingt gut. Der Waldpädagoge, der Botaniker oder auch der Botaniker weiß ja nicht auswendig, welche Heilwirkung welche, also außer er hat sich in dem Bereich spezialisiert, welche Heilwirkung welche Pflanze hat, und dann sollte man eigentlich im Regal rumstehen haben, und es ist ein großer Frevel, dass das bei mir noch nicht gestanden ist, eben dieses Buch. Und derjenige, der dazu auch am ehesten was schreiben kann, insbesondere eben zur Heilwirkung verschiedener Pflanzen, ist entweder der Botaniker, aber der sollte sich eher um die anderen Eigenschaften der Pflanze mehr so kümmern. Für die Heilwirkung ist tatsächlich genau dieser Beruf hier, dieser Beruf, exakt der Ansprechpartner und Experte, den man da eigentlich an das Thema ranlassen sollte, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es schon ein Qualitätsmerkmal, dass hier eben Apotheker draufsteht, weil das ist der ausgebildete Experte genau in solchen Dingen, unter anderem. Und im Wesentlichen ist der Aufbau recht ähnlich wie beim anderen Buch. Es gibt allerdings keinen Bestimmungsschlüssel. Es gibt wohl Hinweise zur Botanik der jeweiligen Arten. Es gibt auch ein Foto und es gibt vor allen Dingen hier jetzt auch eine Zeichnung, eine schematische, wo man die einzelnen Merkmale der Pflanze meiner Meinung nach immer besser erkennen kann als auf einem Foto. Das hier ist ein Bild einer individuellen Färberdistel. Andere Färberdisteln würden sie vielleicht Jürgen nennen. Das da unten ist die standardisierte Färberdistel, die alle Merkmale aller Färberdisteln nach Möglichkeit miteinander vereint. Je nachdem, wie genial die Zeichnung jetzt ist. Die sind immer gut, ja, auch hier drin, wirklich sehr gut.
Ich bin auch ganz ehrlich nicht so sehr Botaniker, dass ich eine geniale von einer guten Zeichnung unterscheiden kann. Ab gut, weiß ich nicht mehr weiter, ne? Kann ich es nicht mehr näher aufschlüsseln. Aber was man hier schon sehen kann, nehmen wir mal beispielsweise den Färberginster. Der ist jetzt quasi mit diesem Foto, diesem Text und bis hier oben zum Faulbaum eben entsprechend ausgestattet. Ne? Es gibt auch Arten, die sehr, sehr, ja, noch mal ein bisschen mehr Text haben. Hier beispielsweise der besagte rote Fingerhut, den hatten wir ja schon. Der hat eine komplette Seite, noch mal eine halbe und hier oben noch ein bisschen. Und damit haben wir einfach mehr Ausführlichkeit. Schön an diesem Buch ist auch, es ist genau gegliedert, was ist drin, was sind die Inhaltsstoffe, die wirklich potenziell wirksamen Inhaltsstoffe, die nur in ihrer Zusammensetzung gegebenenfalls die ganze Wirkung entfalten können. Die große Frage, inwiefern die Zusammensetzung der einzelnen Wirkstoffe jetzt für die Heilwirkung erforderlich ist oder auch nicht. Manchmal sehr, manchmal weniger. Das sind genau solche Forschungsfragen, die eben gerade in der Phytoheilkunde eben entsprechend diskutiert und untersucht werden. Und die Pflanzenheilkunde, wenn man sie wissenschaftlich betreibt, dann ist das genauso eine Wissenschaft wie jede andere Wissenschaft eben entsprechend auch. Und dann ist sowas extrem wichtig und interessant und spannend. Und ich habe mich da jetzt extra wirklich ein bisschen mit auseinandergesetzt, bevor ich jetzt zu diesen Büchern was erzähle und dann keine Ahnung habe. Ich bin natürlich kein Experte. Deswegen brauche ich ja auch genau so ein Buch. Und wer noch kein Experte ist, der braucht vielleicht auch so ein Buch. Vielleicht, ne, wenn euch das interessiert. Das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Und ob es dann gleich so ein dickes und großes sein muss. Aber die übertreiben hier nicht, wenn sie hier der große Palow, wie auch immer, Entschuldigung, draufschreiben, das Standardwerk der Heilpflanzen. Das gibt es auch schon sehr, sehr lange. Die Erstauflage war, glaube ich, in den 70er Jahren, als man dann angefangen hat, sich mit diesen Heilpflanzengedönse überhaupt auf einer wissenschaftlichen Ebene auch auseinanderzusetzen. Dass man das schon auf einer nicht wissenschaftlichen Ebene seit ewigen Zeiten schon getan hat, ist klar, ne? Aber ja. Und eben neben den reinen Inhaltsstoffen gibt es dann das Kapitel Heilwirkung und Anwendung. Und das sind die nachweislichen Heilwirkungen und Anwendungen, die sich beweisen lassen und die auch nicht von anderen Naturwissenschaftlern oder Medizinern so richtig in Zweifel gezogen werden. Ne? Teilweise werden sie vielleicht ein bisschen diskutiert, aber irgendwas muss dran sein. Ne? Das ist auch wirklich gut recherchiert und ich habe mal zwei, drei Dinge wirklich in dem entsprechenden Hauptwerk für Arzneimittel und so weiter, das ja auch gelegentlich zitiert wird, habe ich sogar mal zwei, drei Dinge nachgeschlagen und das deckt sich natürlich wunderbar. Also man, das ist natürlich paranoid jetzt von mir, wenn ich jetzt hier den Autor noch kontrolliere, aber man möchte dann halt auch keinen Mist erzählen, ne? Und deswegen habe ich das sicherheitshalber mal gemacht. Zum Beispiel hier beim Fingerhut roter, Heilwirkung und Anwendung, erster Absatz. Der rote Fingerhut ist eine der stärksten Giftpflanzen unserer heimischen Pflanzenwelt. Jede Selbstbehandlung ist strengstens verboten, finde ich auch gut und richtig. Außerdem zum Naturschutz steht auch jedes Mal was da. Wenn es sich also um eine Pflanze handelt, die unter Naturschutz steht und super selten ist, dann steht da auch als allererstes, ist geschützt, zum selber sammeln ist nicht. Wenn du das Ding verwenden willst, geht zur Apotheke und besorgt dir da eben entsprechend das klein gehäckselte Grünzeug aus irgendeinem Anbau oder von einer sehr, sehr verwandten Pflanze, die ähnliche Auswirkungen hat, beispielsweise gerade beim Fingerhut. Der wollige Fingerhut, der hat fast die gleichen, ja, der ist sogar noch besser geeignet, um daraus eben Medikamente herzustellen und ist weniger selten, leichter kultivierbar und man muss nicht den armen roten Fingerhut, der unter Naturschutz eben entsprechend auch steht, zu Leib rücken. Ne? Also das sind also Dinge, das ist also auf jeden Fall toll, dass das drin steht. Heilwirkung und Anwendung, wie gesagt, das sind jeweils wirklich nur die Dinge aufgeführt, die zweifelsfall bewiesen sind. Deswegen sind hier auch ein paar Pflanzen drin, und das ist auch extra so gegliedert, kommt man gleich noch zu, bei denen überhaupt keine Heilwirkung zweifelsfrei bewiesen ist, die aber einfach für den Interessierten trotzdem aufgeführt sind, um zu gucken, was hat man denn früher mit dieser Pflanze gemacht, ne? Oder für denjenigen, der halt tatsächlich der Meinung ist, dass das, was früher war, besser ist als das, was man heute beweisen kann. Der Meinung darf man ja sein. Ne? Und dann kommt man eben in diesem Buch auch auf seine Kosten. Ob das eine Meinung ist, die ich teile? Nee. Aber darf man natürlich trotzdem haben. Und solange man nicht andere Leute vergiftet und nur sich selber, ist ja eigentlich alles okay. Aus meiner Sicht. Ja, dann kommt als nächstes ein Absatz. Jeweilige Pflanze, in diesem Fall habe ich jetzt den Frauenmantel aufgeschlagen, als Hausmittel. Ganz im Gegensatz zur Meinung der Schulmedizin steht Frauenmanteltee in der Volksmedizin hoch im Kurs.
Ne? Also in der Schulmedizin gibt es wenig Wirkungen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, sonst wird es schwierig mit dem Zitatrecht. Ne? Aber in der Volksmedizin eben hoch im Kurs. Innerlich gebraucht man ihn gegen Beschwerden der Wechseljahre, gegen zu starke Monatsblutung bei Magen- und Darmbeschwerden, gelegentlich auch gegen Husten. Und zu sogenannten, das finde ich auch schön, da steht sogenannten, ne? Blutreinigungskur wird Frauenmanteltee ebenfalls häufig herangezogen, wobei man die Beseitigung von Hautunreinheiten junger Mädchen besonders hervorhebt. So, und das sind alles so Wirkungen, naja, aus empirisch-naturwissenschaftlicher Sicht sind die hoch zweifelhaft, aber das hat man früher so gemacht. Und zum Interesse, für denjenigen, das interessiert, steht das da halt eben entsprechend drin. Und wer das dann unbedingt anwenden möchte, der kann das selbstverständlich tun. Ne? Solange man da nur sich selber im besten Fall weder einen Schaden zufügt noch einen Nutzen, ist das ja völlig egal. Ne? Dann macht das ja nichts. Würde ich sagen, ist das auch ethisch, moralisch vertretbar, wer das dann halt eben entsprechend machen möchte. Ebenfalls extra Kapitel aufgeführt ist die homöopathische, also die unterstellte homöopathische Wirkung. Auch da kann man sich jetzt wieder sehr, sehr streiten, ob man daran glauben möchte oder nicht. Jedenfalls, sie steht dabei. Für den Interessierten ist sie aufgeführt. Na? Man kann sich also aussuchen, wenn man dieses Buch besitzt, an welche Heilmethode man glauben möchte, die empirisch naturwissenschaftlich nachweisbaren oder die uralten oder die homöopathischen. All diese sind aufgeführt, sofern sie dann eben entsprechend existieren. Finde ich textalisch sehr gut. Teilweise gibt es noch extra Ergänzungen wie die Pflanze variiert sehr stark in ihrem Wirkstoffgehalt, deswegen vielleicht doch besser lieber in der Apotheke kaufen, dann weiß man genau, wie viel Wirkstoff drin ist, weil der Apotheker kann das überprüfen. Derjenige, der draußen im Wald sammelt, kann das nicht. Wirklich, wirklich tolles Buch. Bin ich echt froh, dass ich das jetzt habe. Doch, definitiv. Hätte ich nicht gedacht, dass das so fundiert, in Anführungszeichen, und so differenziert dargestellt wird. Die Bilder sind schön. Es gibt vorne noch ein paar Kapitel zur Bestimmung von Pflanzen, zur Vorbereitung von Heilpflanzen, zur Trocknung und zur sonstigen Behandlung von Heilpflanzen. Es fängt an zu regnen, schnell die Bücher einpacken, bevor sie nass werden. Die Pflanzen an sich sind gegliedert zwischen heimische Heilpflanzen, das Zeug, was draußen wirklich einsammelbar ist, fremdländische Heilpflanzen, das Zeug, was man sinnvollerweise in der Apotheke kaufen kann, ne, von anderen Teilen der Welt, aber was halt wirklich eine gewisse Rolle spielt, weil es eine so wirksame Heilpflanze ist. Und drittens, die Sachen, die früher mal als Heilpflanze galten, aus Interesse sind hier aufgeführt. Und eben für die Leute, die sowas wichtig finden. Ne? Aber man kann dann gleich allein schon daran, in welchem Kapitel es steht, erkennen, handelt es sich jetzt hierbei um eine Heilpflanze, an deren Wirkung man wirklich nicht zweifeln darf, oder ist es irgendwas, wo man schon zusätzlich noch dran glauben muss, damit es funktioniert? Meiner Meinung nach, ja. Es steinigt mich, es schlagt mich, aber ich finde, das spielt tatsächlich nochmal eine gewisse Rolle, ob das jetzt nun beweisbar ist oder halt nur den Eingeweihten und Wissenden und besonders Cleveren zur Verfügung steht, zu Heilungszwecken. Ne? Aber wie gesagt, es schlagt mich ruhig, schmeißt mit digitalen Steinen, nur bitte freundlich und höflich, und dann kommen wir wunderbar miteinander zurecht. So, wie gesagt, es regnet, Kamera wird nass, Bücher auch, das heißt, ich bin weg. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.